Ich bin so gerne bei der Post, in Nord, in Süd, in West, in Ost. Ich bin so gerne bei der Post. Ja, bei der Post, ich bin so gerne bei der Post. Bei der Post. Hier hat's getrippelt. Hey, da hat's auch Schwein gehabt. Hier hat's mal getrippelt. Hier trappelt's noch. Wo trappelt's denn noch? Hier trappelt's noch. Hier trappelt's noch. Bitte hier. Hier trappelt's. Guten Morgen, Herrschaften. Guten Morgen, Herr Wesen. Guten Morgen, Herr Wesen. Sir? Man hat die Rückversicherungsbank schon angerufen. Sir? Was ist denn hier los? Herr Mäßig, wir seifen ab. Was? Ja, die Nacht hat der Sturm das Dach abgedeckt. Ja, Herr Mäßig, die Rückversicherungsbank hat noch nie angerufen. Was wollen die denn von Ihnen? Das werden Sie schon noch bei Zeiten erfahren. Ja, Herr Mäßig, ich habe ein bisschen Plastikzeug hier im Supermarkt nebenan gekauft. Hier zum Drunterstellen, damit unser morscher Fußboden nicht noch morscher wird. Ja. So, und hier ist die Rechnung, Herr Mäßig. Bitte schön. Und was soll ich damit? Ja, dafür sorgen, dass ich mein Geld wiederkriege. Da glauben Sie, Post hat einen Sonderfonds für Plastikeimer? Ja, wenn die Post schon kein Geld hat, das Dach zu reparieren, dann wird sie wohl auch noch einen Sonderfonds für Plastikeimer einführen müssen. Und wenn sie es nicht bald macht, dann wird sie noch einen Fonds für Schwimmbesten einführen müssen, damit die Nichtschwimmerkunden bis an den Schalter schwimmen können. Herr Stanko, weil ich kann nicht mehr als die Postdirektion fortwährend auf den desolaten Zustand des Gebäudes aufmerksam machen. Verstehen Sie? Hier trappelt es auch noch heckmäßig, warten Sie. Ach, meine Güte, konnte das Zeug nicht wenigstens in einer Farbe kaufen? Herr Mäßig, das ist wegen der Ästhetik, damit ein bisschen Farbe in unseren grauen Alltag kommt. Wenn schon der Aufschwung Osten großen Bogen um unser Postamt macht. So, Herr Mäßig, wenn Sie mich jetzt fragen, also, ich finde es jetzt richtig wie ein bisschen gemütlich. Naja, die Geschmäcker sind eben nach wie vor noch völlig versch... Scheiße! Herr Mäßig, hier. Müssen Sie die Schüssel aber ausgerechnet in meinen Weg stellen? Schauen Sie mal, Sie lassen okay Näppel aus, Herr Mäßig. Ich kann die Schüssel nur dorthin stellen, wo es nein treppen tut. Ach, nee, Stanko, weil du nicht auch noch bunte Papiergirlanden. Herr Mäßig. Das ist doch ja kein Unterhaltungsetablissement in Las Vegas. Das ist alles nur wegen Herrn Reschke. Der wird doch heute verabschiedet. Sie haben doch selber erst auf die Idee mit dem Aufhebungsvertrag gebracht. Heute? Reschke wird heute schon verabschiedet? Wo steckt denn der überhaupt? Sagen Sie mal, haben Sie das vergessen? Ja, natürlich nicht. Ein guter Leiter, Herr Stankoweit, ein guter Leiter vergisst nie etwas. Merken Sie sich das? Mensch, warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Weil ein guter Leiter nie was vergisst. Merken Sie das? So, jetzt besorgen Sie sofort einen kleinen Imbiss mit Sekt. Alles schon erledigt, da steht's, Herr Mäßig. Ja, und einen Blumenstrauß, aber einen repräsentativen, ja? Nicht wieder so ein verwelktes Suppengrün, wie Sie mir zum Geburtstag geschenkt haben. Steht bereits hier, Herr Mäßig. Ja, und eine Rede, eine Abschiedsrede mit all seinen Verdiensten. Hat er überhaupt welche? Mit Abschiedsreden hat man immer Verdienste, Herr Mäßig. Bitte schön. Bitte klappt doch alles. Warum sind Sie denn so nervös? Ich bin gar nicht nervös. Nass bin ich. Menschenskind Stankoweit, auf mich können Sie sich doch immer verlassen. Ja. Ist das wieder eine Sauklaue? Wer soll das lesen? Konnte das nicht die Maschine tippen? Sie hätten sich ja Ihre Rede auch selber abstammeln können. Wie komme ich denn dazu? Glauben Sie, der Bundeskanzler schreibt seine Reden selber? Und das nennen Sie nun ein Abschiedsbuffet, ja? Ordinäre Buletten. Herr Mäßig, das sind UFOs. Unbekannte Fleischobjekte. Ein Geheimrezept von meiner sächsischen Großmutter und Herrn Reschkes Spezialität. Also jetzt rufen Sie mal den Partyservice an und bestellen eine ordentliche kalte Platte, ja? Bitte, wie Sie wollen. Die Rufnummer bitte. 826-323. Ja, wenn die Frau nicht kochen kann, dann muss man schon die Nummer vom Partyservice im Kopf haben. Wie bitte? Das war nicht Mäßig.
Ja, hier ist Stankeweit, Postamt Potsdam, Niederbürnecke. Sagen Sie, es ist für den Amtmann mäßig. Amtmann mäßig? Nein, Quatsch. Es ist für den Amtmann mäßig. Ich bin der Stankeweit. Und zwar hätten wir gerne eine kalte Platte. Ja, Meeresfrüchte? Mit Meeresfrüchten. Sie wissen schon, Austern, Hummer, Krabben, Krebse. Ja, mit Austern, Hummern, Krabben und, wie war das letzte? Krebse. Ach so, was ist doch unser Rödi, ne? Ja, aber ich esse sowas gern. Ach, da wird er unserem Rudi immer speiübel mit Hemd Humor. Da muss er durch, Herr Stankoweit. Das ist schließlich sein Ehrentag. Ja, deshalb soll es ja wenigstens heute mal mit dem Rudi schmecken. Na ja, zum Schmecken hat er ja ihre UFOs. Also bitte, jetzt bestellen Sie Hummer, Austern, Krebse, Krabben, ja? Gut, dann bestellen wir einen Hummer, Austern, Krebse und Krabben. Und zwar sofort. Ja, und zwar sofort. Für wie viele Personen? Wir haben ja nur einen mit so einem perversen Geschmack. Karierte, mein Gott, jetzt geben Sie mal her. Hier spricht mäßig, hören Sie bitte. Ja, für 4 bis 5 Personen. Wie immer. Danke sehr. Sagen Sie mal, Sie müssen es ja dicker mehr mäßig. Zahlt doch alles die Post. Ach, darum. Ja, und das ganze teure Zeug, das vergammelt dann hier. Also gut, dann werde ich mich eben opfern und es mit nach Hause nehmen. Sind Sie nur beruhigt? Herr Mäßig, Sie hätten auch das Zeug zum Bundestagsabgeordneten. Nee, Herr Stankoweit, bei denen geht es um Diäten. Bei mir geht es um Diät. Also. Hier ist der Partyservice mit Ihrer Bestellung. Kommt doch schon hier der Partyservice, ja? Aber komm, na, Wetter macht die Bretter. Sie sind aber schnell. Na, dann zeigen Sie mal her. Bitte, die Herren. Das Spanferkel. Nee, Moment mal, das nehmen Sie sofort wieder mit. Ich habe Meeresfrüchte bestellt. Ja, genau, und zwar Hummern, Austern, Krebse und Krabben. Richtig. Hummer, Austern, Krebse, Krabben kommen später. Herr Reschke hat einen Spanferkel bestellt und bezahlt. Was? Ja, aber das können wir ja gar nicht alles essen. Also ich muss sagen, das ist wieder mal eine saumäßige Koordinierung. Ja, also das liegt ja nun meistens an der Leitung, wa? Ja. Also, schönen Tag noch, die Herren. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass es Spanferkel gibt? Ich hab das doch auch nicht gewusst, Herr Mäßig. Aber Sie wollten ja unbedingt Hummern, Austern, Krebse und Krabben haben. Also was wissen Sie überhaupt? Wissen Sie, wenn ich in diesem Saftladen aber auch nicht alles alleine machen würde, dann würde ich hier überhaupt nicht. So, Herr Peter, bitte, jetzt haben Sie es geschafft. Jetzt ist der andere Fuß auch noch nass. Da wissen Sie wenigstens, warum Sie Schnupfen haben hier. Oh. Ja, ich wünsche Ihnen Schönheit, Gesundheit haben Sie ja schon genug. Sagen Sie mal, Herr Stankoweit, Sie haben nicht zufällig eine zweite Hose dabei, oder? Oder wenigstens ein paar trockene Socken. Nee, das habe ich leider nicht ermäßig, aber ich hätte hier noch ein paar Handtücher, da können Sie ein paar Fußlappen draus machen. Ach, sehr freundlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, na fragen Sie mal. Was ist denn hier passiert? Ja, schön, Wilhelm II. Hat gesagt, die Zukunft Deutschlands liegt im Wasser. Da müsste er an unser Postamt gedacht haben. Das verstehe ich überhaupt nicht. In Oberbörnecke gibt's Computer, eine neue Leuchtreklame. Bloß hier in Niederbörnecke, da tut sich ja überhaupt nichts. So was liegt alles an der Leitung, Frau. Gesundheit, Herr Mäßig. Ja, Herr Mäßig, da bin ich schon. Da muss es ja stimmen. Herr Stankoweit, ich kann auf Ihre Bemerkungen von Herzen gerne verzichten. Sagen Sie mal, Frau Hubs, haben Sie Ihr Dienstfahrzeug etwa privat zweckentfremdet? Aber ich bitte Sie, Herr Mäßig, ich habe gebacken. Aha. Herr Reschke hat doch heute seinen letzten Arbeitstag. Und wo ist er denn eigentlich? Ja, wo ist er denn da, Rudi? Der jetzt muss ich krank sein. Der wird sich doch nichts angetan haben. Warum soll er sich was antun, jetzt, wo bald alles vorbei für den ist? Ja, eben drum. Ohne sein geliebtes Postamt ist er doch sowas wie eine Vollweise. Was hat er denn vom Leben außer Post? Na ja, und da kann einer schon mal auf Gedanken kommen. Also, solange ich den Rudi kenne, ist er noch nie auf den Gedanken gekommen. Irgendwie ist der Herr Reschke ein tragischer Mensch. Herr Stankoweit? Ja? Das tröpfelt auf Ihre Buletten. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, geben Sie mir bitte sofort Ihren Schirm. Geben Sie mir Ihren Schirm. Nicht geh doch über ein paar trockene Buletten, Mensch. Augenblick. Warten Sie. So. So. Also ich weiß nicht. Irgendwie komme ich mir vor wie nach der Oktoberrevolution. Also Herr Mäßig, wenn Sie so lagerfeld sind, dann nimmt Sie die Frühjahrsmode. Sehr komisch, Herr Stankoweit. Na ja, gut, man muss das Beste daraus machen. Vielleicht wäre das der richtige Moment für eine kleine Stärkung. Also Moment mal, wir warten mit dem Essen, bis der Kollege Reschke kommt, ja? Bitte sehr. Bitte sehr. Aber dann wird jetzt hier auch gearbeitet, ja? Oh, das wird der Kollege Reschke sein, hier. Der Kollege Reschke.
Mensch, Rudi, du alte Granate, der Chef hat schon ein paar Mal nach dir ach so, die Rückversicherungsbank. Schönen guten Tag. Ja, unser Chef hat schon auf Ihren Anruf gewartet. Legen Sie das Gespräch auf mein Zimmer, ja? Sagen Sie mal, um was geht's denn? Hören Sie mal, ich bin doch nicht neugierig. Wenn ich das Gespräch schon durchstellen muss, dann muss ich doch wenigstens wissen, wenn ich unseren Chef hier melden soll. Hier ist es ja abmannmäßig. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ja. Selbstverständlich. Das ist aber auch eine Art. Sie nehmen ja das Telefon einfach während dem Gespräch weg. Wie soll man da ordentlich arbeiten können, wenn der Informationsfluss nicht klappt? Ja, ich bin der Leiter. Oh, ja, natürlich, mit dem größten Vertrauen, ich verstehe. Ja, ich lege das Gespräch auf mein Zimmer. Einen Moment. Sagen Sie, Herr Mäßig, um was geht's denn? Was geht denn Sie das an? Nicht, aber ich bin eine allseitig interessierte Persönlichkeit. Schlanko, weil Ihre Neugierde ist wirklich penetrant. Menschenskind, jetzt muss ich Ihretwegen mit dem Vorstand der Rückversicherungsbank in Fußlappen telefonieren. Herr Stanko, Walter Mäßig hat völlig recht. Sie sind ja noch neugieriger als 10 alte Klatschweiber. Frau Hübsch, wenn sich eine Bank für unser runtergekommenes Postamt interessiert und dann noch vertraulich, dann muss man sehr neugierig sein. Sag mal hier, können wir Ihnen helfen? Die sehen aber nicht so aus, als würden Sie hier Briefmarken kaufen wollen. Vermutlich sind Bankräuber. Die sehen aus wie Banker. Ist doch dasselbe. Ja, Sie, entschuldigen bitte, können wir Ihnen irgendwie behilflich sein? Gehören Sie zufällig zur Rückversicherungsbank? Interessieren sich vielleicht für die Immobilie hier? Das Dach ist ja ein bisschen kaputt. Ich kann ja mal mit dem Chef reden. Ja? Passen Sie auf, dass Sie nicht in die Deppe reintreten wegen den nassen Füßen. Wir haben keine Fußlappen mehr. Die hat alle unser Chef. Sind Sie der deutschen Sprache nicht kundig? Also Sie, ich bin Sachse und gemütlich. Aber wenn hier so ein paar Nordenstreifen in mein Postamt reinkommen und so tun, als wären Sie hier zu Hause, dann kann wir ich... Wir sind hier so gut wie zu Hause, Herr Stankewald. Wir übernehmen diese ganze Schrotthaufen, wenn wir uns mit Herrn Mäßig einig sind. Wir übernehmen diese ganze Schrotthaufen. Das ist doch eine Unverschämtheit! Alles Gute, kommt von oben. So, jetzt bringt die Frutti de la Mare. Ja, da bringen Sie mal die Frutti rein und stellen Sie die de la Mare damit dahin und die Frutti davor. Schön ein bisschen fürs Auge, ein bisschen hübsch garnieren. Oh. Ich bin arbeitsloser Artist auf einer ABM-Stelle beim Party-Service. Aber das ist doch materiell. Ähnliche Trockner, was hier neu sind, die Fische hier. Herr Stankowald, gucken Sie mal, unsere Lieblingskundin, die wird heute 80. Ach, die Frau Kaiser! Ja, drei Geburtstagskarten bekommt sie. Ach, schön, also 80 ist ja ein schönes Alter, ne? Ach, Herr Stankowald, 18, das war ein schönes Alter. Ja, jetzt muss ich sagen, erinnere ich mich, die Frau Kaiser, die war jetzt schon über eine Woche nicht mehr da. Es wird doch nicht passiert sein. Sagen Sie mal, wo wohnt denn die eigentlich, die Frau Kaiser? Wilhelmstraße 13. Ja, das ist der einzige Plattenbau in Niederbörnecke, da wo jetzt die Rekonstruktion ist. Herr Stangowal. Frau Kaiser kriegt eine neue Heizung, neue Fenster und Licht mit Sensortaste. Ja, ein scharfer Blick und schon ist es hell. Und zur Bauabnahme kommt Prinz Charles. Also bitte, ich brauche einen Eimer. Mir regnet's auf den Schreibtisch. Ja, mäßig, alle Eimer sind hier besetzt. Ich soll Sie von ein paar Nadelstreifen grüßen. Aber die haben nie gesagt, was die wollten. Ja, Sie können ganz beruhigt sein, Herr Stankowald. Ich sage es Ihnen auch nicht. Und jetzt bitte einen Eimer. Nicht, Herr Mäßig. Das ganze blasse Zeug habe ich schon meinem Geld bezahlt. Nicht, Herr Stankowald, ich bin Amtmann und stehe somit in der Posthierarchie höher als Sie. Und wenn Sie beim Arbeiten in Ihrem Büro schwimmen, ist mir völlig egal. Ja, also gut. Dann geben Sie mir die Rechnung. Ja, warum nicht leise? Hier, Herr Mäßig, die hellgrüne Schüssel hier, die ist noch übrig. Hellgrüne Schüsseln stören mein ästhetisches Empfinden. Ich wähle die Jagdgrüne, da drüben diese. Gesundheit, Herr Mäßig. Danke. Mein Gott, alles ist feucht. Ja, ich habe das Gefühl, dass mir langsam Schwimmhäute zwischen den Fingern wachsen. Ja, vielleicht sollten wir auf Kiemenatmung hier umstellen. Ja, apropos, Frau Hubsch, wollen Sie heute eigentlich keine Post austragen?
Keinen Hund würde man bei einem solchen Sauwetter vor die Tür jagen. Aber eine arme Briefträgerin. Naja, sowas hätte es bei uns früher nicht gegeben. Frau Hübsch, wenn Sie bei der Frau Kaiser vorbeikommen, grüßen Sie schön und Sie soll durchhalten. Was mache ich? Was ist denn mit Frau Kaiser? Frau Geht es ihr vielleicht nicht gut? Frau Kaiser hat Reko. Frau Kaiser hat Reko? Oh. Mein Gott, dauernd neue Krankheiten. Herr Mäßig, Reko heißt Rekonstruktion und das ist doch keine Krankheit. Die Handwerker, die stemmen sich erstmal horizontal durch alle Räume und dann vertikal durch alle Stockwerke. Reko, das ist ein Überlebenstraining unter verschärften Bedingungen. Ja, werden denn die Mieter vorher nicht ausquartiert? Im Westen ja, im Osten, weil wir sind abgehärtet. Durch 40 Jahre Sozialismus stehen wir das. Sehen Sie, ich hab's immer geahnt. Irgendwas Gutes muss Ihr Sozialismus ja gehabt haben. Sie müssen's ja wissen. Sonst würden doch nicht so viele Leute PDS wählen. Die wählen doch nicht die Partei, weil sie angeblich gut ist, sondern weil die anderen so beschissen sind. Ja, Sie müssen's ja wissen. Oh Mensch, Rudi, wo bleibst du denn? Sag mal, ist deine Urne wasserdicht? Rudi, der Chef hat schon ein paar Mal nach dir gefragt, hatte ganz wässrige Augen. Rudi, was hast du denn? Mensch, Wolle, die wollen mich nicht mehr. Ich verstehe das alles nicht. Erst wollten sie mich unbedingt, jetzt wollen sie mich plötzlich nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Rudi, sag mal, wer will dich nicht? Das Versandhaus, Wolle. Das neue Versandhaus, das Sie hinterm Dorf hochziehen wolle. Mensch, Wolle, ich hab doch gedacht, in so einem Versandhaus, ja, da müsste doch die Post abgehen. Da brauchen die bestimmt Leute wie dich oder wie, ich meine mehr wie mich. Und da habe ich mich dort beworben, Wolle. Ganz, ganz begeistert waren die von mir. Aber eben beim Kadergespräch. Rudi, das heißt jetzt Personalgespräch. Also eben beim Personalgespräch. Was ist denn da der Unterschied? Rudi, gibt's einen Unterschied zwischen Plastereimer und Plastikeimer? Nee. Wolle, Rudi, was ist denn mit den Blumen? Das soll eine Überraschung sein. Hier, Rudi, warum wollen die dich nicht? Es reicht nicht, Wolle, haben sie gesagt. Es reicht nicht, Wolle. So ein Versandhaus hätte zwar eine riesige Postabteilung, haben die gesagt, aber dafür wäre ich unterqualifiziert, haben die gesagt. Da habe ich gesagt, bitteschön, da wickle ich die Pakete ein, habe ich gesagt. Dazu sei ich wieder überqualifiziert, haben die gesagt. Und die Stellen, Wolle, die Stellen dazwischen, die sind schon alle besetzt, haben die gesagt. Oh, immer ich, Wolle. Immer ich. Da sitze ich jetzt den ganzen Tag zu Hause herum, Wolle. Was mache ich bloß den ganzen Tag? Na ja, Rudi, erst einmal da schläfst du dich schön aus. Und dann, mein guter Rudi, dann tust du eben auch noch hier schön Frühstück. Schön, Rudi. Und was mache ich zwischen Frühstück und abends, bis ich endlich Fernsehen kann? Rudi, da kochst du dir dann eben ein schönes Mittagessen. Schön. Bloß ich kann nicht kochen. Ich habe auch nicht die Absicht, das in meinem Alter noch zu lernen, Wolle. Oh, Mensch, Rudi, reg schon nicht auf. Guck doch, der ganze Stress lässt du dann vorbei für dich. Mensch, Wolle, weißt du, was das erst für ein Stress ist, wenn du jeden Tag zu Hause sitzt und du wartest auf irgendwas und es kommt nichts, Wolle. Es kommt nichts. Es kommt nie mehr was. Nee, Wolle, ich will Arbeit. Ich brauche Arbeit, sonst kann ich mir gleich einen Strick nehmen. Ja. Mein guter Rudi. Ja. Ja, aber immer tief in die Augen gucken. Und ich rufe jetzt mal einen an, der ein bisschen was von der Wirtschaft versteht. Das Hammer. Nein, ja. Herr Rexroth, ich grüße Sie herzlich. Ja, natürlich haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Ja, nämlich Sie. Also hier der Kollege Reschke, der braucht dringend eine Arbeit. Natürlich weiß ich, wie es in unseren Betrieben aussieht. Wissen Sie es denn? Sagen Sie mal, stammt der Ausspruch von Ihnen, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt? Ja, ist ja genial! Also, auf sowas wäre kein normaler Mensch gekommen. Ja, und da will man so eine Konifere wie Sie absetzen, ne? Naja, aber das gelingt niemand, ja, weil gar niemand weiß, wohin mit Ihnen. Naja, früher, da waren sie in der Treuhand, jetzt sind sie in der Bundesregierung, im Wirtschaftsministerium. Also mehr Sondermülldeponien haben wir nicht.
Ja. Udi, pass immer schön auf, immer schön in die Augen gucken, ja? Ja. Obwohl, Herr Rexroth, es wäre ja nicht schlecht, wenn Sie abtreten täten. Ich weiß, Sie müssen nur mal die anderen denken, ne? Schließlich will ja jedes FDP-Mitglied mal Minister werden. Ja, könnt ihr jedes Mal plagen. Ja, aber gut. Also, haben Sie denn schon gehört, dass der Ballöwe Schneider jetzt ausgeliefert werden soll? Ja? Ja, was der immer angepackt hat, das ging ja gleich in die Millionen, in die Milliarden. Das ist ja wie bei Ihnen als Bundeswirtschaftsminister. Ne? Also natürlich gibt es einen Unterschied, nur selbstverständlich, zwischen Schneider und Ihnen. Ja, der Schneider stellt sich. Hat er aufgelegt. Also so kommen wir auch nicht aus dem Schneider. Na Wolle, viel hast du für mich aber nicht erreicht. Ach, Rudi, tröste dich doch. Mensch, guck dir doch erstmal dein Abschiedsbuffet hier an. Das guckt mich schon die ganze Zeit an, Wolle. Nein, ich will kein Abschiedsbuffet. Mir ist so schon schlecht. Oh, oh Wolle. Jetzt. Mensch, mein Gott, hier ist es mir wirklich schlecht. Oh, mein Herz, mein Kreislauf, mein Magen, meine Galle. Wolle, Rudi, mache ich jetzt Quatsch, mein Rudi. Herr Mäßig, unser Rudi nippelt uns ab hier. Was ist denn los, um Gottes Willen? Ich weiß auch nicht, wie das kommt, Herr Mäßig. Der hat sich sein Vorruhestandsbuffet angeguckt und da hat er den Lieber gesehen und da wurde dem Speil übel. Herr Reschke, Sie sehen aber wirklich gar nicht gut aus. Ich glaube, der Kollege Reschke zieht seine Bereitschaft zum Aufhebungsvertrag zurück. Ist das wahr, Herr Reschke? Ach, es hat sowieso alles keinen Zweck mehr, Herr Mäßig. Aha. Ja, in Ordnung. Ich werde dafür sorgen, dass Sie bleiben können. Ach, sonst bloß das Geld. Ja, natürlich. Ja, natürlich muss dann dafür ein anderer Kollege gehen. Nee, Herr Mäßig, das geht nicht, weil wir haben einen Kredit aufgenommen für eine neue Schlafstube. Weil in der alten, da klappt's nicht mehr so richtig. Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Sagen Sie mal, Herr Mäßig, wie soll man denn das jetzt verstehen? Ja, was macht denn Herr Reschke als Vorruheständler? Na, was machen Sie? Was machen Sie fressen den Rententopf der anderen auf, wie Norbert Blüm sehr richtig sagt. Das hat der Blüm von mir behauptet? Rudi, da muss der dir eben eine Arbeit besorgen. Der heißt ja schließlich Arbeitsminister. Beruhigen Sie sich. Reschke bleibt und ich gehe. Was, Sie? Ja, ich opfere mich. Sehen Sie mal, ich bin jung, motiviert. Ich schreibe mir eine gute Beurteilung. Irgendwas werde ich schon finden. Aber Herr Mäßig, das kann ich doch gar nicht von Ihnen annehmen. Na klar, kannst du es annehmen, sag schnell ja. Ja, erst nichts anderes überlegt. Komm, ich bin Zeuge hier. Ja, also Herr Mäßig, ich danke Ihnen. Ich glaube, jetzt muss ich gleich heulen. Na bloß, es ist schon feucht genug hier. Rudi, Moment mal. Herr Mäßig, ich traue ja dem Chef viel Gutes zu. Aber so viel Edelmut auf einen Haufen, da steckt ein ganz krummes Ding dahinter. Was wollen Sie eigentlich? Was wollen Sie? Reschke bleibt, Sie werden der Leiter des Amtes und ich gehe. Mich wolle, das haben wir uns doch schon immer gewünscht. Rudi, aber merkst du denn gar nicht? Fällt dir denn gar nicht auf? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Rudi, Mensch, guck mal, überall geht's rein postalisch vorwärts. Nur unser Postamt gammelt hin wie im tiefsten Sozialismus. Da stimmt doch was nicht. Die Chefs, die wickeln sich freiwillig ab und wir Unterfutzis, wir dürfen bleiben. Ja, stimmt doch was nicht mehr. Aber Wolle, wir beide, wir bleiben doch zusammen, Mensch. Ja, wir bleiben. Das stimmt doch wieder. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Herr Mäßig, wenn ich Ihnen auch eine Freude tun kann, ich würge jetzt Ihre Qualen runter. Nö. Rudi, hier gibt's gar nichts zu feiern. Du Miesmacher! Rudi, kommen zurück, Herr Mäßig. Sagen Sie mal, die Nadelstreifenganoven vorhin, was wollten die denn bei uns? Die drei Herren waren keine Nadelstreifenganoven, sondern von der Rückversicherungsbank. Und wenn Sie hier immerhin weiter die falschen Fragen stellen, dann werde ich mir doch sehr überlegen, ob ich nicht Herrn Reschke noch zum Leiter des Amtes mache. Das war ein Schuss, Wolle. Rudi, das war eine Fehlzündung. Wir sollen hier schießen. Das war ein Schuss. Das war eine Fehlzündung, Rudi. Das schießt doch kein Mensch hier. Wolle, das muss ein Schuss gewesen sein. Da draußen, bei Klatschbier am Haus, da ist ein Auflauf. Was? Rudi, ich habe einen Verdacht. Rudi, ich habe einen Verdacht. Die wollen, dass die Bruchbude von alleine hier zusammenbricht. Und wir zwei liegen dann drunter. Nein. Ja, da sparen sie zweimal abfinden. Sie haben ja vielleicht die Ruhe weg. Wissen Sie, was eben passiert ist? Der Klatschbier ist in Handschellen abgeführt worden. Was denn? Richtig so? Ach, richtig so! Ach so? Das hätte ich dem Langweiler wohl nicht zugetraut. Was hat er denn angestellt? Sitzen Sie denn auf den Ohren? Der hat geschossen. Und wissen Sie auf wen? Auf Spatzen. Auf einen von diesen Nadelstreifenanzügen.
Oh, jetzt wird er platsch mir langsam, sympathisch. So, hat er den getroffen? Ja, scheint so. Einer ist auf der Trage weggebracht worden. Und geschrien hat er. Was hat er denn geschrien? Mama, Mamma mia, merda fortissima. Oh, Rudi, merkst du was? Unser Potsdam-Niederbürnig wird langsam der Weltstadt. Wir haben die doof eigene Kanickel, Liebe. Wir haben jetzt auch internationale Kanonen, die Europa rückt zusammen. Wenn Sie noch heute mal alles am Schweife mal rein dürfen, ja? Vorsicht, ist ein bisschen platt bei uns. Hier, Rudi, geht doch mal einen Stuhl her. Wir machen mal eine kleine Rundfahrt durch unser schönes Postamt hier. Wir fahren, Frau Kaiser. Ja, Frau Kaiser. Ja, schön. Was haben wir denn? Ich habe doch ganz vergessen, meine Miete zu überweisen. Das ist gut, ja. Na, hoffentlich werden Sie da nicht gleich aus der Wohnung geschmissen. Auf dem Bahnhofsklo kann es auch nicht ungemütlicher sein als bei mir zu Hause. Ach, erzählen Sie nochmal. 4 Gewerke toben durch meine Einzimmerwohnung. Die Wanddurchstämmer sind Polen. Und da sie kein Deutsch verstehen, haben sie die Löcher in eine verkehrte Wand gestemmt. Nun können die Installateure nicht die Heizung anschließen. Und die Maler sitzen tatenlos in der Küche rum. Und die alten Fenster sind raus. Und die neuen liegen mit der Panne auf der Autobahn. Oh, ja. Es zieht, es regnet rein und ich friere. Oh, Gott, nee, Frau... Und die Bauleitung ist verschwunden. Oh, Frau Kaiser, gucken Sie mal, Sanierung West ist eben ohne anders als Reko Ost. Ja. Und da wollte ich mal fragen, ob ich vielleicht in Ihrem behaglichen, gepflegten Postamt mich aufwärmen dürfte. Ja? Frau Kaiser, Sie sind unsere Lieblingskundin. Sie dürfen bei uns alles. Ja. Bitte schön, Frau Kaiser. Oh, danke. Sagen Sie mal, feiern Sie hier irgendein Fest oder sowas? Dann gehe ich natürlich. Nein, bleiben Sie hier, Frau Kaiser. Sie sind doch heute unsere Hauptperson. Wieso denn plötzlich Sie? Na ja, den ganzen Blumenaufwand und den ganzen kulinarischen Aufwand, den haben wir doch nur wegen Ihrem Geburtstag gemacht. Ich hab Geburtstag? Heute? Ja, welches Datum haben wir denn? Heute ist der 21. Januar, Frau Kaiser. Richtig, da war irgendwas. Na, wie alt werde ich denn? 80 Jahre, Frau Kaiser. Ein schönes Alter. Naja, also wissen Sie, übertreiben Sie mal nicht. Ich werde höchstens 70. Oder bin ich vielleicht 170? Frau Kaiser, ich gratuliere Ihnen jetzt auf alle Fälle nochmal im Namen des Teams vom Postamt. Ne? Und alles Gute für Ihr weiteres Leben. Und jetzt tun wir mal hier Ihr Buffet hier sozusagen eröffnen, weil ich habe nämlich einen ganz schönen Kohldampf. Guten Morgen. Oh ja. Oh ja. Morgen, Exzellenz des Postbenutzer Verbandes. Vor Ihnen steht der Garibaldi von Niederbörnicke. 3 Briefmarken zu 80, bitte. 3 Briefmarken zu 80, sagen Sie mal, sind Sie wieder ausgebrochen? Man musste mich wieder entlassen. Ich habe doch nur mit einer Platzpatrone geknallt. Aber schon davon ist dieser blöde Heini in Ohnmacht gefallen. Sagen Sie mal, warum haben Sie denn geschossen? Weil man mir ans Grundstück wollte. Ach, Mensch. Hier soll doch ein Supermarkt her. Was? Und dafür brauchen die Land. Aber nicht meins. Da haben Sie recht getan, Herr Klatsch. Herr Vorsitzender Klatsch. Herr Reschke, Sie sagen es. Ja, Exzellenz, Ihre Morgen, bitte. Wer ist denn hier drauf? Das ist Clara Schumann, eine berühmte deutsche Pianistin, die ist gerade 100 Jahre tot. Da verkauft man in Niederbörnige Briefmarken von einer toten Pianistin, wo man einen lebenden Helden hat? Gut, dann lasse ich mir auf den nächsten Morgen kommt Ihr Konterfei. Ja, und zwar in der Serie Große Deutsche. Dann mal ran in die Palette jetzt hier, ja? Das Buffet ist eröffnet. Na nun, die Feier ist in vollem Gange und mir sagt keiner Bescheid. Gut, dann eröffne ich Ihnen zum dritten Mal das Buffet. Möge jeder zugreifen, der eine reine Weste hat. Ich habe leider eine dringende Besprechung. Ich bitte mich zu entschuldigen. Aber ich nehme mir etwas von meinen Meeresfrüchten mit, Rü. Wo sind denn meine Meeresfrüchte? Herr Mäßig, ich habe 5 herrenlose Katzen zu versorgen. Frau Kaiser, Sie füttern den Katzen Meeresfrüchte? Machen Sie mal keinen Kopf, Herr Mäßig. Die Katzen sind anspruchslos, die fressen das schon.
bei der Post, in Nord, in Süd, in West, in Ost. Ich bin so gerne bei der Post. Ja, bei der Post, ich bin so gerne bei der Post. Bei der Post. Nächsten Sonntag nach Musik liegt in der Luft hat unser Postamt wieder geöffnet. Und wir freuen uns auf Sie.